Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. Ich heiße dich heute zur 10. Episode willkommen. Gerade steht ja die Tour de France an. Gerade läuft ja die Tour de France. In meinem Podcast bzw. Blog dreht sich's ja eher weniger um den Profi-Radsport. Ich bin ja eher ein Verfechter des aktiven selber Radfahrens und Erlebens. Aber trotzdem verfolge ich im Fernsehen immer ein bisschen das aktuelle Renngeschehen. Dazu passend ist heute ein langjähriger Radsport-Journalist in meinem Podcast und wir starten direkt mit dem Interview. Jürgen Löhle ist freier Journalist und berichtet schon seit 1991 von der Tour de France. Er schrieb schon einige Bücher und ist Autor der beliebten Prägelgeschichten im Tour-Rennrad-Magazin. Aktuell ist er gerade auf einem Zwischenstopp in Deutschland, bevor es am Sonntag zu den finalen Etappen in den Alpen geht. Hallo, Herr Löhle, vielen Dank, dass Sie sich trotz der Tour de France einen Moment nehmen. Ja, danke. Ich grüße Sie auch. Kein Problem. Ich bin gerade eh in Deutschland, habe Zeit und auch Lust. Das ist super. Sie sind ja, wie ich schon sagte, seit 91 bei der Tour de France dabei. Was würden Sie denn sagen? Was hat sich denn so in den letzten, ja, 3 Jahrzehnten da so verändert? Ja, vom Rennen her ist es ist was ganz anderes geworden. Die Tour de France ist heute der Nabel des Radjahres überhaupt. Alle wollen hier erfolgreich sein. Alle legen ihre Jahresplanung, also die großen Teams, alles auf dieses Rennen aus. Es steht noch mehr im Fokus als vor 30 Jahren und es gibt praktisch kein einziges Luftholen mehr, kein Schonen, kein mal eine Etappe, die neutralisiert wird von den Chefs. Es wird jede Etappe gefahren, als sei es die letzte im Leben. Der Tour, zumindest wenn es ins Finale geht, und die Teams sind dermaßen fokussiert, dass praktisch alle anderen Radveranstaltungen übers Jahr ein bisschen dagegen zurückstehen müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich durch die perfekte Kommunikationstechnik heute das Rennen sehr viel steuerbarer für die Teamchefs geworden ist als früher. Früher wusste eine Fluchtgruppe, man wusste ungefähr, wer dabei ist, man wusste auch ungefähr, wie viel Abstand die hatten. Da fuhr ein Motorrad voraus und hat eine Tafel vorgehalten. Das konnte stimmen oder auch nicht. Man wusste auch nie so genau, man musste praktisch erstmal anhalten und sich über Funk- oder Fernsehbilder informieren, die sportlichen Leiter, wer da vorne ist. Heute ist es so, dass man praktisch ständige Transparenz hat über die Rennsituation, was dazu führt, dass es auch ein Stück weit langweilig macht, als keiner eine Chance hat, nur eine Überraschungsattacke zu setzen und dann nachher im Gesamtklassement vorne zu sein, weil die immer dann sagen, hinten, Moment, der ist gut im Gesamtklassement, wir fahren zu. Das führt auch dazu, dass eine Fluchtgruppe kaum eine Chance hat, mal wirklich durchzukommen. Es sei denn, auf der Verfolgung gibt es einen Massensturz im Feld dahinter. Ansonsten werden die Flüchtenden in der Regel 10, 15 Kilometer vor dem Ziel wieder gestellt. Es sei denn, man lässt sie fahren, wie in den Bergetappen, und sagt, okay, da sind aber nur Leute drin, die im Gesamtklassement keine Rolle spielen. Also kurzum, es ist ein sehr taktisches, sehr schnelles und vor allen Dingen ein sehr, sehr wichtiges Rennen geworden in den letzten 30 Jahren. Ich will nicht sagen, die Tour de France war immer wichtig, aber so wie es jetzt fokussiert wird von den Teams, ist es schon sehr, sehr erstaunlich. Also der Erfolg eines Teams für den Sponsoren bemisst sich eigentlich fast nur an der Tour de France. Also Bora Hansgrohe, das deutsche Team, wenn die am Ende des Jahres Bilanz ziehen vor ihren Sponsoren, vor Bora und Hansgrohe, dann können die sagen, ja, wir waren toll in den Klassikern, wir waren toll bei der WM, Peter Sagan hat den Titel gewonnen. Die fragen dann halt, was war bei der Tour de France? Also sehr viel wichtiger geworden. Ja, und ich weiß, Sie begleiten Sie eigentlich auch die Vuelta und den Giro d'Italia? Den Giro habe ich mal begleitet. Also das ist von der Hektik drumherum, es ist nicht mal die Hälfte. Also selbst bei den Alpenetappen, es sind deutlich weniger Zuschauer. Es ist deutlich entspannter, mit den Rennfahrern in Kontakt zu treten, weil der Giro hat einen großen Fokus, aber lang nicht den die Tour de France hat. Vuelta kenne ich aus eigener Anschauung nicht, nur aus Fernsehbildern.
Aber von Kollegen, die mir dann auch sagen, dass es also auch für Journalisten sehr, sehr viel einfacher ist, bei einer Vuelta zu arbeiten als bei einer Tour de France. Okay, da hat sich das ist schon, da hätte ich gar nicht gedacht, dass sich da in den, ja, schon in den 30 Jahren da so viel verändert hat. Weil man liest ja auch in den, ja, 1910 oder so zum Anfang, vor, sagen wir mal, 70 Jahren, dass es da noch entspannter war, da hätte ich das schon gedacht, aber dass sich das auch schon in den letzten 30 Jahren so krass geändert hat, das ist ja Naja, schon erstaunlich. es ist halt, also sagen wir mal so, krass geändert. Natürlich waren früher auch immer schon viele Zuschauer da. Ja, das gab an Bergetappen. Aber das, was wir heute erleben, ist halt nochmal eine Steigerung. Also in den letzten Jahren, ich erinnere an das Bergzeitfahren Alpe d'Huez damals. Ich kann es nicht mehr genau sagen, 2005, 2004, 2003 war dann Lance Armstrong und Ulrich, die damals, das sollen 1 Million Menschen auf diesen 14 Kilometern gestanden haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt ganz aktuell an dieser La Planche de Belleville. Als Journalist konnte man da, also in den Vogesen, wo man diesen 24-prozentigen Schlussanstieg bis zu 4 noch eingebaut hat. Ich war oben, hatte die am Ziel, hatte dann die Chance, mit einem Auto der ARD wieder runter ins Tal zu fahren, nachdem die ersten im Ziel waren, wo das Pressezentrum ist. Ich habe dann gearbeitet und geschrieben, und als ich um 21:15 Uhr aus dem Pressezentrum rausgegangen bin, also 4 Stunden nach Rennende, kamen immer noch Leute vom Berg runter. Ja, also dann kann man sich das ungefähr vorstellen, also jetzt mal vom Zuschaueraufkommen. Wenn am Samstag am Tourmalet dieser Schlussanstieg ist, auf diesen 20 Kilometern, da werden Hunderttausende stehen und oben in Sechserreihen, die dann, wenn das Rennen aus ist, die stundenlang brauchen, bis sie oben sind und die nach dem Rennen auch wieder stundenlang brauchen, bis sie unten sind, egal, es sei denn, sie sind mit dem Fahrrad da und fahren auf der anderen Seite runter. Dann geht's schneller. Und auch von der anderen Seite wieder hoch. Aber wenn die Rennseite versuchen, dann wieder runterzufahren, mein lieber Mann, das sind Tausende von Wohnmobilen, die dann alle wieder wegfahren. Aber wie gesagt, es nimmt halt zu und es nimmt vor allen Dingen deswegen auch so zu, weil eben die Wichtigkeit des Rennens auch medial, sehen Sie selber, Eurosport überträgt jede Etappe komplett. Bei der Vuelta oder beim Giro gehen Sie, glaube ich, sogar auf Eurosport 2, also ins Pay-TV und machen die letzten 2 Stunden. Also denke ich mal, die ARD überträgt ansonsten gar nichts von den großen Ja, doch. Rundfahrten. Jetzt aktuell ist er wieder drin. Ja, bei der Tour. Genau, bei Ich der sage Tour, ja, ja. die Da. Tour überträgt sie, aber sie gehen raus, sind sie nicht dabei bei der Vuelta oder beim Giro, meines Nee, Wissens. das stimmt. Also da sieht man schon den Stellenwert der Tour. Die Tour ist einfach der Name. Man kann auch sagen, ein Autorennen mit Radfahrer als Behinderung, hat man auch schon gesagt, ja. Wie ist so Ihr Alltag da? Sitzen Sie da hinterm Auto, hinterm Hauptfeld? Es kommt darauf an, also in meinem speziellen Fall, ich bin sehr lange dabei, das heißt, ich habe mir dann einen gewissen Status jetzt erarbeitet, dass ich eine Autozulassung habe. Das Auto muss zugelassen werden für das Rennen, da muss man Funk an Bord haben, dass man angesprochen werden kann. Also anhalten, rechts ran, raus vom Kurs, dass die Rennleitung mit einem sprechen kann. Dann hat man eine Nummer am Auto und ein Badge, ein Aufkleber vorne, der eine verschiedene Farbe hat. Ich habe die Zulassung, dass ich das Feld sogar überholen dürfte, was ich nur im absoluten Notfall mache, eigentlich so gut wie nie, weil wenn da mal was, es kann immer was passieren und dann kommst du aus Teufelsküche. In der Regel beginnt so ein Tag entweder, es gibt zwei Arbeitsmodelle, entweder ich bin morgens tatsächlich noch am Start, in dem Village vor dem Start, dann kann man Interviews führen mit zum Beispiel sportlichen Leitern, die so 2 Stunden vor dem Start da sind, mit Teambetreuern, mit Teamärzten, mit Sponsorenvertretern, mit den Fahrern eher nicht, die sind fokussiert auf das Rennen. Und fahre dann 1 Stunde vor dem Start los, und zwar auf dem schnellsten Weg ins Ziel, entweder über den Kurs, oder es gibt die Tour de France, schlägt immer eine Hors-Course-Route vor, also eine Strecke außerhalb des Rennens, die dann direkt ins Ziel geht. Und im Ziel ist in der Regel im Zielbereich das Pressezentrum.
Dort installiert man sich, nehmen wir mal das Beispiel Alpe d'Huez in den Alpen, dass man rechtzeitig oben ist und läuft dann zu Fuß wieder ein Stück an die Strecke zurück, um das Rennen dann auch zu sehen, nicht nur im Fernsehen. Aber so, dass man halt nachdem die im Ziel sind, wieder schnell genug im Pressezentrum ist, um seine Geschichte zu schreiben. Und dann, wenn die aktuelle Geschichte durch ist, guckt man aufgrund der Dramaturgie, die das Rennen geschrieben hat an dem Tag, wo man abends noch hingehen kann. Also in dem Beispiel, jetzt würde morgen, ich wäre dabei und Emanuel Buchmann würde die Etappe am Tourmalet gewinnen oder wäre plötzlich Dritter im Gesamtklassement, dann wäre ich an dem Abend im Mannschaftshotel von Bora Hansgrohe. Das kriegst du alles von der Tour als Roadmap, wo die sind. Da lernt man zum Beispiel den Segen des Navis kennen. Vor 30 Jahren gab es keine Navis. Da musst du es dann mit irgendeiner Karte irgendein Dorf in den Alpen suchen und ein Chalet, wo die gerade dann an dem Abend sind. Du gibst heute nur noch die Adresse ein und gut ist. Das sind so Vorteile. Und dann versucht man abends dann noch nach Massage, nach dem Essen, so um 9:30 mit dem Buchmann noch mal 15 Minuten zu reden und versucht dann noch irgendwo sein Hotel, das man dann vorgebucht hat, zu finden und den Wirt zu überreden, ob man noch was zu essen kriegt, was in Frankreich manchmal funktioniert, manchmal aber auch nicht, weil vor 10:30 ist in der Regel nicht da, ne? Ah. Das ist so ein normaler Tag. Viel Autofahren, viel Stau natürlich bei der Tour. Also so ein normaler Tourtag hat schon so 12, 15 Stunden. Also kann man fast sagen, geht es Ihnen noch schlechter wie den Fahrern, die dann schon gleich nach dem Ziel in Ihrem Teambus sind, in Ihrem Ja, nein, Massage. wir, natürlich, ich hab Stress, aber ich meine, ich muss die Strecke nicht mit dem Rad fahren. Ja, also, das ist natürlich der weit höhere Stress. Es gab einen Journalisten aus Kanada, der vor vielen Jahren, auch in den 90ern waren, der ist immer die Etappe, der ist morgens um 4 losgefahren, am Start. Und war ein gut trainierter Radfahrer, der konnte also, sagen wir mal, so einen 6,27er Schnitt fahren, also einen 30er in der Ebene und mit einem bällig 6,27er Schnitt. Und der fuhr dann die Etappe ab, war dann ungefähr 3 Stunden vor den Fahrern wieder im Ziel und hat sich dann geduscht und ins Pressezentrum gesetzt und hat seine Geschichte geschrieben, wie er die Etappe erlebt hat. Das ist Live auf dem interessant. Rad. Und er hat, glaube ich, alle 21 Etappen geschafft. Zeitfahren sowieso, und wenn du einen Tag Zeit hast für 50 Kilometer, ist ja gar nicht. Bis auf eine, das war eine schwere Alpenetappe, da hat er dann einen Berg ausgelassen. Da waren, glaube ich, 4 Anstiege, erste Kategorie. Und da ist er um einen unten rumgefahren, ich glaube, um den Iserhonisch direkt dann zum Schlussanstieg auf den Galibier hoch oder so. Aber der hat wirklich das ganze Ding abgefahren. Das gibt's auch. Wäre aber nichts für mich, ehrlich gesagt. Vielleicht mal eine Etappe, okay, aber keine 21, Gottes Willen. Ja. Gibt es eigentlich noch eine bestimmte Sache, auf was Sie sich auf dieser Tour so freuen? Irgendeine bestimmte Etappe oder ja, irgendeine andere Sache, auf was Sie sich speziell freuen dieses Jahr? Dieses Jahr, ja, ich bin ja jetzt, ich war, wie gesagt, ich habe mich gefreut auf diese La Planche de Belfi, und das war, weil ich da noch nie war. Ich war erst zum 4. Mal dort. Und das war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, dieser hammerharte Schlussanstieg in den Vogesen. Jetzt natürlich in den Alpen. Man kann es, ich freue mich da was ganz Banales. Es gibt dann auf dem Weg zur vorletzten Etappe kenne ich ein Restaurant. Ich sage jetzt auch nicht wo. Und wie es heißt, und das ist wirklich, und da kann man auch günstig übernachten. Und darauf freue ich mich jetzt, weil die wirklich ein wunderbares Essen haben, einen wunderbaren Wein. Das wird dann am Freitagabend sein und sportlich natürlich auf dieses Finale in den Alpen, auf den Schlussanstieg, obwohl ich habe es jetzt noch nicht so genau fokussiert, aber ich glaube, eine geht hoch nach in eins der hässlichsten Skidörfer dieser Welt. Ich habe den Namen jetzt nicht ganz präsent, ich habe den Roadmap auch nicht hier. Entweder das ist Kursche, also es ist ganz hässlich da oben, aber natürlich sportlich, diese Bergankünfte, die sind immer relativ, relativ spannend. Und was fasziniert dich eigentlich so oder Sie allgemein an der Tour de France? Weil ich meine, Sie könnten ja auch über die Dakar-Rallye oder über irgendein anderes sportliches Event berichten. Was macht denn so die Tour de France für Sie persönlich die Faszination aus?
Die Faszination ist ja das, was ich vorher auch gesagt habe, diese absolute Konzentration der Menschen auf dieses Ereignis, das Rennen selber, das Fahren am Anschlag. Da gibt es das Erleben dieser Leistung, dass die abrufen können. Und auch die ungeheure Härte, die Jungs da wirklich an den Tag legen, wenn sie Rennen fahren, gepaart mit dieser Atmosphäre am Straßenrand, dass da wirklich Fans aus 30, 40 Nationen meistens friedlich, also wirklich im Verhältnis zum Fußball, wirklich kann man sagen, immer friedlich miteinander riesige Straßenfeste feiern. Das gibt schon so eine Mischung, die es sonst beim Rennen nicht gibt. Also Langeweile kommt da sicher nicht auf. Und dann auch abends, wenn man dann die Kollegen aus ganz Deutschland oder bei der Tour natürlich aus der ganzen Welt mehr oder weniger, die man einmal im Jahr da trifft, wenn man dann abends, nachdem alles vorbei ist, zusammensitzt, irgendwo noch ein Glas Wein trinkt. Meistens ist ja schönes Wetter im Juli in Frankreich. Und diese ganze Verbindung aus einem wirklich einem faszinierenden Rennen in einem faszinierenden Umfeld, das macht schon Spaß. Aber es strengt auch an und jeder, ich kenne das, die Erfahrung hat jeder, wenn er von der Tour, wenn er wirklich durchfährt bis Paris, die ganzen 3 Wochen fährt weg und sagt nie wieder. Jeder. Und das Auto ist vermüllt, man selber ist vermüllt, also übernächtigt, ausgeschrieben, ausgepowert, ähnlich wie der. Aber spätestens nach 3 Wochen ist das vergessen. Und wenn dann im April im nächsten Jahr dann wieder die Fristen kommen, wo die Tour de France fragt, willst du wieder kommen, willst du dich akkreditieren, ist das vergessen und dann kribbelt es wieder und dann fährt man wieder zum Start wie jedes Jahr. Also ich war wie gesagt einmal beim Giro, zweimal beim Giro und das ist nicht zu vergleichen. Das hört sich ja interessant an. Was ich noch mal so oder was mir so aufgefallen ist, gerade jetzt der Mikkel Landa war ja früher Ja. der Edelhelfer vom Chris Froome und war ja da, Ja. glaube ich, sogar, ja, also man hatte eigentlich immer das Gefühl, wenn man das gesehen hat, der könnte jetzt eigentlich den Froome attackieren und hätte vielleicht sogar die Tour gewinnen können. Der konnte Ja, ja immer recht durchaus. mithalten. Und jetzt auf einmal ist er ja jetzt bei Movistar und hängt eigentlich schon viel weiter zurück. Und auch bei anderen ist jetzt nicht bloß er. Ich glaube, der Richie Porte war auch mal Helfer vom Froome. Und dann gibt es auch noch viele andere Namen, Beispiele. Haben Sie da eine Idee, an was das liegt? Alles war ja offensichtlich bei denen. Also liegt dann offensichtlich, das war diese eine Etappe, diese Überführungsetappe, die eigentlich relativ unspektakulär war, wo der starke Wind und dann diese Windkante, die das Feld zerreißt und dann kommst du hinten. Das ist extrem schwierig. Das ist eine Sekundenentscheidung. Wenn du dann das Hinterrad nicht hast, dann geht das Loch auf, du siehst die vor dir, die sind 30, 40 Meter weg und du probierst, du kommst nicht hin. Und dann fahren die vorne noch schneller, die ziehen noch, und da war Landa drin, da war Port drin, da waren etliche, die praktisch um den Gesamtsieg mitfahren wollten, waren da drin und kriegen dann plötzlich 2 Minuten oder 1,35 am Schluss und hatten vorher schon, weil sie im Mannschaftszeitfahren in Rückstand geraten sind und sind jetzt plötzlich hinten dran. Aber Obacht, also ich weiß nicht, ob dieses Interview heute schon online geht. Das ist noch nicht gelaufen, auch für die nicht. Die sind jetzt 3, 4 Minuten. Ich glaube, bei Mikkel Landa kam noch Sturz oder eine Krankheit dazu, der hat schon mehr. Aber die jetzt 3, 4, 5 Minuten weg sind vor den Pyrenäen, vor den richtigen Pyrenäen, die sind noch nicht draußen. Sie sind relativ weit hin und es ist auch sehr unwahrscheinlich, weil Ineos, Sky-Team, wieder wie jedes Jahr absolute Präsenz zeigt. Sie haben 2 Leute ganz vorne mit Geraint Thomas und mit Egan Bernal, die wahrscheinlich in Paris auf dem Podium stehen. Frage ist, wer ist eins, wer ist zwei oder drei? Ich glaube nicht, dass da, also die Mannschaft ist wieder absolut stark, aber sie schaffen es dann halt auch im Unterschied zu Movistar oder den anderen Teams, wenn es dann so eine Kante ist, dass sie wirklich vorne mit dabei sind und nicht abgerissen werden, weil sie einfach sich sagen, in so einer Situation, die analysieren auch gnadenlos, wenn viel Wind ist, sind unsere Spitzenleute immer vorne im Peloton. Denn wenn es reißt, sind wir dabei und die anderen nicht. Und das hat Bora diesmal auch gut gemacht, deshalb ist Buchmann jetzt Fünfter. Das ist alles diese Etappe, weil er hat sich auch vorne und er hat dann gesagt, an dem Abend hat er gesagt, es war prügelhart, es waren 3 Minuten, die er nicht vergessen wird.
bis dann klar war, er kann in dieser Gruppe bleiben, dass er so eingebaut ist, dass er mitfahren kann. Die fahren dann 60, ja, in der Ebene. Das muss man sich ja mal vorstellen. 60 km/h über 3-4 Minuten mit dem Rennrad. Kann ja jeder mal probieren, ob er überhaupt 60 hinkriegt, wenn es nicht bergab geht. Ne? Ja, und vor allem als Nicht-Sprinter, ne? Als für die Sprintfahrer, ja, da ist das ja noch okay. Und dann war klar, er hat den richtigen Windschatten, er hat noch einen Helfer, sie docken an Ineos an vorne. Und dann geht ja, also jeder, der das mal, soll man wirklich mal probieren, einen Windschatten eines Feldes, das ist was Gigantisches. Also ein gut trainierter Rennfahrer kann ohne Windkante an einem Feld, das mit 45 fährt zur Tour, der kann da locker 20 Kilometer hinten mitfahren. Das tut nicht weh, das geht tatsächlich. Also ich konnte es nicht bei der Tour ausprobieren, aber ich habe mal mit damals Team Telekom, mit den Profis trainiert und die haben mich dann mal richtig, haben richtig vor mir mal eine Wand aufgebaut, da fuhren eine Viererreihe und du fährst dann hinten mit und guckst auf den Tacho und da steht 40. Mhm. Und ich bin kein Rennfahrer und es geht. Ja gut, ich fahre 3000 Kilometer Rad im Jahr, aber die fahren 20.000. Und ich bin älter, aber da fährst du mit. Aber wenn dann richtig so eine Windkante kommt, dann kannst du nicht, wenn du plötzlich am Wind stehst, geht nichts mehr. Und dann so erklären sich jetzt aktuell die Rückstände. Aber ich sage nochmal, das Rennen ist nicht aus. Ich glaube zwar auch, dass am Ende ein Ineos-Fahrer ganz vorne stehen wird, aber da reden wir dann in einer Woche nochmal drüber, wenn die Pyrenäen vorbei sind und die erste schweren Alpenetappe, dann wissen wir eher. Also da wollen sie sich noch nicht festlegen, welcher von den beiden das wird von Ineos oder wer aussichtsreicher ist. Im Moment denke ich doch eher wieder Thomas, der, ja, ich weiß nicht, ob das die alte Lance Armstrong-Taktik, ich rede jetzt nicht von Doping, aber diese Lance Armstrong-Taktik war ja auch immer, dass er selber mal gesagt hat, er fühlt sich nicht gut und er ist nicht richtig in Form und das hat ja Geraint Thomas auch und er hat auch kein Ergebnis dieses Jahr und er hat ja auch gejammert vor der Tour, aber so wie er jetzt fährt und vor allen Dingen, ich habe ihn ja gesehen, Blanche de Belfie, er ist ja der schwerste von denen, von den Spitzenfahren. Er wiegt 70 Kilo, die anderen sind alle deutlich leichter und er fuhr da mit. Mhm. Und das heißt, ich rechne heute mit ihm im Zeitfahren, wenn er da eine Marke setzt. Das ist relativ kurz, aber da wird man schon mal sehen, da müsste er stärker sein als Bernal, normalerweise, weil heute brauchst du Rouleur-Qualitäten und er hat die 70 Kilo, zumindest sagt das. Man sieht es auch, er ist nicht ganz so dünn wie die anderen. Das würde ihm helfen, aber er kann offensichtlich, obwohl er nicht diese absolute Bergfigur hat, mitfahren am Berg. Und deshalb ist er für mich leicht favorisiert. Ich bin wirklich gespannt, was Emanuel Buchmann macht. Der überrascht mich, weil er noch keine einzige Fehler gemacht hat. Ich bin echt gespannt, was der heute macht. Und ich bin wirklich auch gespannt, wie der dann in der dritten Woche fährt. Und es könnte eine kleine Überraschung geben. Also, weil zwei, die jetzt noch vor ihm sind, könnte ich mir vorstellen, also Alaphilippe und dieses Kreuzweig, irgendeinen könnte er noch überholen, dann wäre er auf dem Podium. Aber das ist wirklich, muss er nicht. Also wenn er als Fünfter nach Paris kommt mit seinen 26 Jahren, alles gut. Indurain war 27, als er die erste Tour gewann. Ja. Ich glaube, der voriges Jahr war er 10. oder 12. oder ist er voriges Jahr? Ist er gar nicht gefahren. Das Jahr davor ist er gefahren, ne? Er war 15. bei der Tour und glaube ich 22. bei seiner ersten. Letztes Jahr haben sie ihn dann als Captain zur Vuelta geschickt und da sind sie bei der Tour, glaube ich, mit Rafael Majka gefahren aufs Gesamtklassement. Der ist dieses Jahr nicht dabei und der hat es aber nicht gezeigt. Und dann haben wir gesagt, nächstes Jahr bist du unser Tour-Captain und das haben sie ausprobiert bei der Vuelta. Letztes Jahr, da wurde er 12. Hat ein, zwei Fehler gemacht, hat da irgendwie etwas mit der Ernährung nicht hingekriegt. Der war am Ende der Tour schwerer als am Anfang. Das ist ein Phänomen, was es eigentlich überhaupt nicht gibt. Ja, normal ist genau andersrum. Hatte Wassereinlagerungen, also irgendwelche Stoffwechselprobleme. Aber jetzt ist er austrainiert, fit und vor allen Dingen hat noch keine einzige Schwäche gezeigt. Jetzt auch nicht an dieser Windkante, obwohl schwer war. Ja. Man kann gespannt sein, was er heute macht in dem Zeitfahren. Das ist wirklich interessant. Und wenn er dann ich traue ihm zu, wenn es gut läuft, dass er Dritter wird bei einer Tour. Aber wie gesagt, wenn er unter die ersten 10 kommt, das ist schon Erfolg genug. Aber er könnte es schaffen. Da sind wir mal gespannt. Ich habe jetzt gerade Ihr Buch, Ihr elenden Mörder, in die Hand genommen. Ja. Ist ja vor kurzem erst erschienen. Und was mir da besonders gefallen hat,
es gibt ja zig Geschichtsbücher über die Tour de France, gerade bei dem Jubiläum 100 Jahre kamen ja da viele dicke Wälzer raus. Sie haben aber ein bisschen anderen Weg genommen, die ganze Geschichte thematisch eingeteilt, also nach Bergen, Regeln, Taktik, Doping, Rennen, Essen sehe ich hier, Presse etc. Und dann immer das so ein bisschen gemischt. Also alte Geschichten mit neuen Stories. Und was mir besonders herausgefallen ist, dass sie bei bestimmten Geschichten immer dazu geschrieben haben, ja, also es gibt die Version, aber es gibt noch die und die Version. Also das fand ich wirklich sehr, sehr toll, gerade bei dieser Diskussion, bei der Spiegel-Affäre und anderen Sachen, dass sie sich da jetzt nicht festgelegt haben und gesagt haben, ja, also das war so und so und die tolle Geschichte darunter erzählt, sondern da auch bestimmte, naja, Zweifler mit aufkommen lassen haben. Spiegelaffäre, was meinen Sie da in der Spiegelaffäre? Ja, es war doch vor längerem, dass doch da ein Redakteur hat doch da immer Geschichten erfunden, die doch gar nicht existierten und wo dann was ja den ganzen Spiegel ja sehr, sehr erschüttert hat. Ja. Weil die Quellen da nicht belegt waren. Haben Sie da eine bestimmte Story, die Ihnen in Erinnerung ist oder die Sie gerade erzählen? Von der es verschiedene Versionen gibt, oder was? Nee, das jetzt nicht. Ich meinte jetzt so von dem, was in dem Buch steht, eine bestimmte Geschichte, was Ihnen, wo Sie vielleicht eine besondere, persönliche Neigung oder Empfindung haben? Ja, ich habe ja in dem Buch auch unseren Alltag, also den Pressealltag geschildert und das ist ja spannend genug. Also wenn man, ich kann eine Geschichte erzählen, wenn man bei der Tour de France, die mich persönlich dann schon etwas durcheinander gebracht hat, wenn man bei der Tour de France im abgesperrten Rennbereich fährt, gibt es keine Straßenverkehrsordnung. Das heißt, man kann fahren, wie man möchte mit dem Auto. Das ist egal. Rote Ampeln gibt es auch nicht. Die Strecke ist gesperrt. Man kann einfach durchnageln. Hm. Und ich hatte mal vor 10, 12 Jahren von einem Stuttgarter Sportwagenbauer namens Porsche ein Auto bekommen für die Tour, das ich in Gelb, wie das gelbe Trikot, das ich mit dem als Testwagen sozusagen. Das hat auch Spaß gemacht, obwohl hinterm Feld fährt man ja nur mit 40, 45, aber es war egal. Und dann fuhr ich zum Start nach Albertville auf der gesperrten Strecke und dann plötzlich waren zwei Motorräder von der Polizei hinter mir und ich dachte, was wollen die eigentlich? Es ist ja gesperrt und ich habe dann noch ein bisschen mehr Gas gegeben. Die haben mich dann irgendwann überholt und angehalten und haben gesagt, Junge, ist deutlich zu schnell gefahren. Und dann habe ich in meinem holprigen Französisch gesagt, non, c'est bon, c'est une voiture officielle, die Tour de France, also es ist ein offizielles Auto der Tour. Und er sagte, ja, das stimmt schon, aber erst nach 10 Uhr, weil die Strecke erst um 10 Uhr gesperrt wird und es war 9:30. Und da wurde es mir wirklich schlecht. Dann dachte ich wirklich, jetzt bist du wahrscheinlich Hunderte von Euro los unter den Führerschein oder alles gleich zusammen. Und dann fragten die mich ein tolles Auto und dann habe ich mich da rausgeredet und dann gesagt, das ist nicht meins, um Gottes Willen, ich bin ein kleiner Journalist, man kann einen Sportwagen um 250.000 Euro leisten. Und dann wurden die wieder freundlich und haben mich am Schluss dann doch noch entlassen mit einer mündlichen Verwarnung und ich sollte künftig aufpassen. Und das ist mir schon noch in Erinnerung geblieben, so als kuriose Geschichte bei der Tour. Ne? Kann aber jeder so eine erzählen, oder? Dass man halt mal ein Hotelzimmer hat, in dem kein Bett steht für 600 Franc damals noch und am nächsten Morgen feststellt, dass das Bücherregal einen Haken hat und dass man das Bett rausziehen kann. Und dann trotzdem auf dem Boden geschlafen, weil man nachts keinen mehr gefunden hat, der einem erklären könnte, wo eigentlich in diesem Zimmer ein Bett ist. Solche Geschichten von uns, aber es gibt auch viele andere. Ich kann gerade noch mal kurz, weil Sie sagten, es gibt verschiedene Sichtweisen. Also gerade der Titel, Ihr elenden Mörder, das ist ein Ausspruch, den Octave Lapis 1910 auf dem Tourmalet ausgestoßen haben soll. Und damals wurde das erste Mal der Tourmalet überfahren. Das war damals eine Schotterstrecke, die hatten Fahrräder ohne Freilauf mit zwei Gängen, also das muss das Hinterrad umdrehen, die 25 Kilo wogen und die knallten da hoch. Also die fuhren da irgendwie hoch und der hat dann oben den Offiziellen zugerufen,
ihr Mörder, ihr elenden Mörder, weil die Anstrengung halt so groß war. Die Geschichte gibt es aus drei Archiven. Es gibt aber auch noch eine, die sagt, er hätte es zwei Tage später am Obis gesagt. Und es gibt welche, die sagen, er hätte ganz was anderes gesagt, was man aber nicht schreiben kann. Also es gibt dann drei Versionen. Ich habe mich für die entschieden, die meisten praktisch publizieren. Und man kann sich natürlich eines wird auf jeden Fall stimmen, dass er die beleidigt hat da oben, nachdem er über diesen Schotterweg, die haben vorher gesagt, wunderbare Straße, da hochgefahren ist. Das stimmt, das wird wohl auch stimmen, da gibt es auch genug Quellen. Aber was er da genau gesagt hat, so what? Ja, das kann man sich auch vorstellen, wenn wir uns da jetzt so ein Rad nehmen würden und da so eine Schotterpiste hochfahren müssten. Ach, also ich durfte mal ein Rad von 1906 testen, als die Tour 100 wurde. Bin mit dem auf dem Ballon d'Alsace hochgefahren. Ich glaube, ich habe da stundenlang gebraucht. Irgendwie war ich dann mal oben und dann hätte ich auch noch runterfahren sollen. Das habe ich dann aber gelassen, weil eine Starrachse und eine Stempelbremse, denn die Stempelbremse bremst das Rad nicht wirklich. Das ist wie bei so einem Pucki-Kinderrad, hat die vorne so ein. Das heißt, du musst mit Kontertritt fahren. Du kannst ja auch nicht loslassen. Es gibt ja keinen Freilauf. Das heißt, du kannst dich auch bergab nicht richtig erholen, weil du das Rad bremsen musst, indem du langsamer trittst. Ja? Mhm. Und das sind Muskeln, die kennst du gar nicht, weil das bist ja nicht gewohnt. Du hast ja ein Rad mit Freilaufen plötzlich, hast ein Rad mit Starrachse, wie auf der Bahn. Das ist was ganz was anderes. Also das waren schon absurde Leistungen über viele. Und die Etappen waren ja auch deutlich länger. Sind damals zwischen 380 und 460 Kilometer gefahren am Tag. Hatten dann aber danach immer einen Tag frei. Ah, okay. Das hatte ich gar nicht gewusst. Die erste Tour hatte nur 7 oder 8 Etappen. Die kürzeste war, glaube ich, 360 und die längste 490 Kilometer. Und die hatten dann aber immer, starteten morgens um 6, waren dann irgendwann mitten in der Nacht und am nächsten Morgen dann im Zielort. Und dann war aber ein Tag frei. Und dann ging es erst weiter. Ja. Ich dachte aber, es lag ein bisschen so mit darin, weil das ja früher mit Dopingkontrollen noch nicht so war. Ja Gott, die haben damals Kokain genommen, um wach zu bleiben und Amphetamine. Aber das, was heute, das kannten die ja gar nicht. Da gab es kein EPO, da gab es nicht mal Steroide, also Muskelaufbau. Das war damals das Einzige, was die Tour an Dopingmitteln hatte in den Anfangsjahren. Das waren Aufputschmittel. Übrigens auch so eine nette Geschichte, das war alles legal. Mhm. Es gibt ja in meinem Buch auch die Szene, als der Tourchef Henri de Grange in den 50er Jahren den Fahrern Briefe geschrieben hat, als die Tour nach dem Zweiten Weltkrieg wieder losging. Da stand dann drin, Jungs, wir zahlen für euch Essen, Kost und Logis, Transfer und die Hotels. Eure Dopingmittel müsst ihr aber selber bezahlen. Die zahle ich nicht. Ja. Das hat kein Mensch interessiert. Es gibt, glaube ich, Dopingkontrollen erst seit den 60er Jahren. Und ernsthafte Dopingkontrollen gibt es erst seit 1998. Ernsthafte. Damals mit dem Festina-Skandal. Ne? Nach dieser Geschichte. Seither wird wirklich kontrolliert. Es wird sehr streng kontrolliert. Es wird sehr umfangreich kontrolliert. Aber es gibt natürlich immer noch Mittel, die eingesetzt werden, die niemand kennt. Und man kann ja nur kontrollieren auf das, was man kennt, also wo man einen Indikator hat. Jetzt ist ja heute ganz aktuell das Thema, dass also manche Mannschaften zugeben, die sogenannten, wie heißen die, Kentone, das ist irgendwas, was deinen Stoffwechsel beschleunigt, ist erlaubt, ist kein Doping, wird wahrscheinlich erst in 2 Jahren auf der Liste. Und viele Mannschaften, also Ineos zum Beispiel, auch Jumbo Visma, wo die 4 Etappen gewonnen haben, wo Toni Martin fährt, dieses holländische Team und vielleicht demnächst Marcel Kittel, die haben ja auch eingeräumt, dass sie das nehmen. Und die Aussage von Bora ist, darüber reden sie nicht, aber sie haben sich damit zumindest mal beschäftigt. Aber gut, es ist Nahrungsergänzung. Ne? Aber damals, die Jungs, die sind gefahren, da war Rotwein mit Eigelb und es waren so die gängigen, oder wie gesagt, Kokain. Ja, Kokain wurde viel genommen, einfach um wach und leistungsstark zu sein. Aber nicht, also keine Leistungssteigerung, das Doping hat keine Chance gehabt an sowas wie heute EPO, Wachstumshormon, Steroide, das ist eine ganz andere Liga.